Schemmerschleppmann, willkommen zurück zu einer Folge Button. Hieß da wirklich schwer im Hühnchen auf den Arsch. Aber ja, zuerst beginnen wir mit dem Giveaway für diesen Monat hier. Ja, ihr habt es sicherlich mitbekommen. In letzter Zeit ist, ich weiß nicht genau wo es war, auf jeden Fall nicht in Deutschland. Und wenn, dann haben es wahrscheinlich trotzdem die meisten verpasst. Ja, ist wohl Canyon rausgekommen. Und da habe ich mir gedacht, ja komm, mache ich doch mal als hier Giveaway. Das, was ich eigentlich bei dem April-Giveaway machen wollte. Wohl Canyon. Ihr habt es erraten. Ging gerade aber noch nicht, weil es dann noch nicht jetzt erhaltbar war. Deshalb gebe ich Vulcanion jetzt, wo es legit ist. Jo, Arceus könnt ihr noch bekommen. Es wird halt nur nicht mehr nachproduziert. Also das könnt ihr euch noch abholen, solange der Vorrat reicht. Ein Level 100 Shiny Arceus in irgendeinem pinken Pokéball. Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Aber Vulcanion kann man, ja, jetzt weitertauschen. Deshalb mache ich dazu jetzt auch das Giveaway. Ihr kennt die Regeln. Freundescode-Austausch. Ihr müsst mich besiegen, dann bekommt ihr es. Ja. Im Hintergrund seht ihr einen Kampf gegen den Arthur. Gegen den, wie hieß er nochmal, Meister Noob. Ja, sorry Meister, ich bin schlecht mit Namen. Ach ja, sorry, dass das Bild ein bisschen verwackelt ist und so, aber die Kamera, da funktioniert der Bildschirm irgendwie nicht mehr. Und deshalb kann ich nur raten, wie ich die Kamera hinstellen muss und dann hoffen, dass ich das recht gut zusammenschneide. Ja, der Meister Noob ist der Erste, der gewonnen hatte. Er hatte mich da bei irgendeinem Kampf besiegt und das war nach 0 Uhr und da habe ich mir gedacht, gerade so heute Morgen, ja komm, mal das Giveaway gewonnen. Hab dann schnell die Wiederholung aufgenommen. Ich bin nicht so der Kampfkamera-Typ, der von der Wiederholung aufnimmt. Aber ich hatte die Kamera da leider nicht parat. Es war 1 Uhr morgens, ich war im Wohnzimmer und hat die Kamera nicht zufällig aufgebaut. Ja gut, wer hat die Kamera auch schon beim Pokémon-Zocken so ganz zufällig aufgebaut? Ja, der hat mich regelrecht vernichtet. Bin ich auch stolz drauf. Hab ihn auf diesen Moment hin trainiert, hab da ein paar schwächere Pokémon mitgenommen und der hat mich wirklich zerfetzt. Also das müsst ihr euch mal angucken, das Gameplay. Ich hab's nicht ohne Grund gemacht. Einmal ist halt der Erste, der gewonnen hat. Und andererseits hat er mit seinem, mit seinem Zoroark, als Kern seiner Strategie, hat er mich richtig übelst drangenommen. Da ich bin nicht sicher, ich glaube, das ist schon, das Zoroark? Ja, oder? Sieht mir nach einem Zoroark aus. Ja, jetzt breakt er nämlich, nee, gar nicht, aber der macht jetzt Jerry Schaden. Nee, war doch nicht das Zoroark, kommt aber später noch. Ja. Müsste ich auf jeden Fall mal ansehen, kann ich empfehlen. Ich weiß nicht, soll ich hier noch den Kampf dazu kommentieren? Ja, komm, okay. Ich kann mal versuchen nachzukommentieren. Mache ich bei Pokémon normalerweise nie, weil ich bei Pokémon normalerweise mal direkt aufnehme. Ja, jetzt geht er mit Indicanons raus. Geht mit Metaton rein. Ja, ich habe hier einige Undertale-Namen drin. Passt auch, ich kenne irgendwie nicht anders. Hier Jerry ist auch so ein Undertale-Pokémon. Ja genau, noch so ganz nebenbei, das sind hier meine Pokémon, die ich verwende, deshalb haben wir vielleicht ein paar Mal dieselben Pokémon dabei. Ja, da habe ich schon erkannt, das Zoroark. Und da hat der Albtraum begonnen. Da hat Zoroark gestartet, mich extremst abzufacken. Ich habe zwar an ein paar Stellen noch erkennen können, dass es Zoroark ist, weil ich ihn hier jetzt vergiftet habe. Die Vergiftung ging halt an kein anderes Pokémon, aber trotzdem. Ein Uhr in der Nacht, ich war bei irgend so einem Fest im Dorf und war dementsprechend auch schon ziemlich müde. Da kann man halt das ein oder andere Problem mit dem Zoroark bekommen. Ja, der hat auch hier vor allem mal einem Rising Sun, das eigentlich ein recht gutes Bat-Staff hat. Hat er schon viel mehr Schaden gemacht, als ich eigentlich erwartet habe. Kann man nicht sehr viel machen. Ja, ging er mit der Kehrtwende rein. Keine Ahnung warum, der hätte es. Ja, wir hätten es nicht outspeeden können und mit der Finsteraura hätte er einigen Schaden noch machen können. Ja, ich habe bis dahin eigentlich gar nicht so wirklich realisiert, was für ein krasser, was für ein krasses Pokémon Zoroark eigentlich ist. Also was der mit dem Vieh angefangen hat, das hat mir das komplette Game kaputt gemacht. Ja, da hat er doch mal gut die Feuerattacke herauf predicted. Wie auch immer, der ist eigentlich ein Anfänger. Ja gut, der war ein Anfänger. Dann habe ich ihm beigebracht, Pokémon zu spielen. Flamblitz konnten wir leider nicht überleben. Ja, wie denn auch, das ist halt Indicandence. Ich hätte, oder ich weiß nicht, habe ich das Vieh geopfert? Oder wie war das nochmal? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hätte ich eigentlich wissen müssen, dass das Vieh tot war, nachdem in den Canyons reinkam. Weil ich habe die Viecher selber aufgezogen. Na gut, egal. Aber es ist ja auch interessant, mal so meine Pokémon gegen meine eigenen Pokémon kämpfen zu lassen. Dann sehe ich da mal so die verschiedenen Unterschiede dazwischen. Von Stärke und so. Ja, das Ziel wollte ich jetzt, eigentlich in die Canyons mit Psychoshock kaputt machen. Ging leider nicht, er ging mit Metaton rein und er wisst, dass bei Psychoshock die, was war es da nochmal, was für zwei Attribute, genau, der Spezialangriff meines Pokémons, die Verteilung seines Pokémons gilt und Smetaton halt in der normalen Verteilung sehr bulky ist. Ja, hat es kaum Schaden gedrückt. Ich glaube, ich habe mit dem Vieh auch keinen Attack gehabt, die Schaden gedrückt hätte. Doch, Spukball. Wie Schaden hat Spukball gemacht? Keine Ahnung.
Aber wirklich überhaupt keine Ahnung. Na gut, da kommt Independence rein. Und ihr seht es schon, an dem Vergiftungsmarkt, das ist gar kein Independence. Das ist in dem Fall Zoroark, Shadow Being. Jo, ich hatte gehofft, er wird mit dem echten Independence reingehen, um damit den Flammenblitz uns alle zu machen. Stattdessen ging er mit Zoroark rein, um uns mit der Finsteraura zu drücken. Das sind zwei der wenigen Attacken, von denen welche uns hätten Schaden machen können, also unserem Isenergy. Und ja, dementsprechend konnte ich seinem Independence auch keine Verbrennung geben, was uns eventuell noch das Spiel gerettet hätte, denn hätten wir seinem richtigen Independence die Verbrennung gegeben, hätten wir ein, zwei Schläge von dem Vieh aushalten können, aber nee. Der kam selbstverständlich mit seinem Zoroark rein. Ich glaube vielleicht, das hat er auch ein bisschen predicted. Also es ist krass, wie schnell der gewachsen ist im Pokémon-Spielen. Der Frecky. Der wurde nur ganz langsam auf dieses Niveau gehoben, aber dass der meiste Loop es schon so schnell geschafft hat, das ist krass. Ja, da konnten wir mit dem Emerald, Fragezeichen, Ausrufezeichen, konnten wir da noch hier etwas hochgehen. Konnten wir Esker noch auseinandernehmen. Ja. Hat auch Gott sei Dank eine geringere Init als wir. Ja klar, Escor, was könnte langsamer sein als ein Escor? Vielleicht ein Zubiris mit Zeitspiel. Aber nur, wenn es ganz viel gehört, ja. Da hat der Erdbeben auch kaum mehr Schaden gedrückt. Wir waren nämlich schon plus 2 in der normalen Verteidigung. Und hätten wir noch irgendeinen Angriff überlebt. Also, ich habe ja wirklich gehofft, dass... Wartet, ich spoilere euch mal nicht. Das seht ihr jetzt gleich. So. Ich habe ja wirklich gehofft, dass wir von dem Independence, das ist übrigens das Richtige, einen Flammenblitz überleben, weil wir plus 3 in der normalen Verteidigung waren. Aber Leute, es ist ein Independence. Ein Galopper. Die meisten Leute erkennen es von euch nicht, aber dieses Vieh ist in der Offensive eines der stärksten Glaskanonen, die es überhaupt gibt, unabhängig von den Tiers. Na gut, die meisten Pokémon werden von der Smogon University anscheinend auch maßlos unterschätzt. Mal nehmen wir zum Beispiel, was hätten wir da? Mal nehmen wir jetzt zum Beispiel mein Luxtra. Ja, mein Luxtra ist auch wieder so ein Vieh. Das kann so ziemlich alles auseinandernehmen. Das ist neben meinem Sengo eines der gruseligsten Viecher aus meinem Team. Zusammen mit Reslarado und Meditalis, aber die gelten nicht, weil die ja schon ein recht hohes Tier haben. Ich weiß nicht, ich glaube, ist Reslarado OU? Also Reslarado ist mindestens UU. Und das ja auch nicht zu verachten. Und Meditalis Mega ist ja OU. Keine Ahnung, wo das normale Meditalis liegt. Ja. Da kann man schon praktisch sehen, wie falsch Smogon University bei so manchen Pokémon hier handelt. Aber gut. Ihr kennt es halt eine Glaskanone, das hat auch eine starke Tarnsteinschwäche. Vielleicht liegen wir doch schon ein bisschen richtig. Ja, jedenfalls, da hat das wie den Spukball predicted. Und ging rein, jetzt seht ihr es auch, jetzt endlich mal Zoroark. Ich hab dem Vieh bis zu diesem Moment im Kampf keinen Schaden gegeben. Auch interessant, außer vielleicht nicht Vergiftung, konnte ich ein bisschen stallen. Ja, da kommt Jerry zurück. Wir wechseln rein auf, was war das nochmal? Genau, Hex. Hat einen Angriff, glaube ich, überlebt. Habe ich nämlich die Finsteraura predicted. Aber er geht nicht, weil Hex ist leider etwas langsamer als Shadow Being. Leider. Ich weiß nicht, ich glaube Shadow Being war nicht froh. Auf jeden Fall hat es einen positiven Init-Wert im Wesen. Na gut, da ging Hex auch schon. Und da ging der Kampf auch schon langsam zu Ende. Shadow Being, wie ihr auch seht, wurde in der nächsten Runde etwas runtergestallt. kaputt gestallt. Da verabschiedet sich auch schon hier unser Jerry. Ja, ist halt nicht so bulky, wie ich es ehrlich gesagt gedacht hätte. Aber Shadow Being war kaputt gestallt. Wenigstens konnte ich noch zwei Pokémon runterbringen. Jo. Ich glaube, den Rest muss ich nicht mehr erklären. Den Rest seht ihr schon. Die Musik geht hier auch langsam runter. Habe ich extra so eingerichtet, dass es hier das traurige Ende gibt. Ja, das war kaputt. Jerry ist nämlich ein speziell offensives und kein speziell defensives oder normal defensives. Und ja, da war der Kampf verloren. Ciao.